So, hallo alle miteinander und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Cuphead. Ja, warum sind wir in Welt 1, fragt ihr euch? Warum bin ich schon wieder in Welt 1, frage ich mich? Weil meine, ich habe vergessen, die Phantomspeisung anzumachen und ja, genug der Vorrede. Was macht ihr in Welt 1? Ich habe mir ja aus Versehen diesen tollen neuen Schuss gegönnt und den wollte ich ja einfach nochmal testen. Naja, jetzt kann ich nicht mehr von Testen reden, aber ich will ihn hier jetzt mal vorführen und den Parry-Move, den will ich euch auch zeigen. Also ich habe, was heißt zeigen? Man hat es ja im Tutorial erklärt bekommen, aber ich habe immer nie kapiert, wie man das in den jeweiligen Kämpfen macht oder was man da parieren muss und deswegen will ich das hier zeigen und die ersten Bosse sind einfacher, da kann man das besser erklären und deswegen dachte ich mir, mach ich das einfach mal hier. So, wie ihr seht, schießt er hier verschiedene Geschütze und hier diesen Wurm zum Beispiel, den kann man parieren. Und wenn man etwas pariert, dann kriegt man als Belohnung unten ein schönes neues Ass. Könnt ihr mal drauf achten und links, da sieht man das. Genau, so. Und jetzt, wenn ich hier die Spezialfähigkeit einsetze, dann habe ich hier auch eine andere Fähigkeit. Dann fliegt das um mich herum, der ganze Kram. Und ja, da kann man sich dann drüber freuen. Und dieser Parry-Move, der geht natürlich am Ende auch in die Bewertung mit ein. Das darf man nicht vergessen. Gibt viele Punkte. Bis zu 3 Stück, glaube ich. Und so kann man dann auch irgendwann mal mehr als eine 3 bekommen. Oder eine 2. Ich glaube, ohne den Parry-Move kann man nur höchstens eine 2 bekommen. Und so kann man dann auch mal A+ bekommen. Ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, ich war so voller Freude, als ich den neuen Boss besiegt habe. Auf Enden der Aufnahme geklickt habe und dann gesehen habe bei Outer City, oh, da ist ja kein Ausschlag, wie kommt das denn? Und dann gucke ich auf mein Soundboard und sehe da kein rotes Lämpchen leuchten und ich freue mich. Voll geil. Was Besseres gibt es nicht. Naja, jetzt bin ich bei dem Boss ein bisschen besser geübt. So schwer war der Boss auch nicht, das ist tatsächlich wahr. Der war tatsächlich machbarer als Beppy der Clown. Ich will auch nicht zu viel spoilern, hier seht ihn früh genug, ich auch. Wahrscheinlich schaffe ich ihn gleich sowas von gar nicht. Nein, komm, ich will A+ schaffen. Komm. Komm, du blöde Karotte. Karotte des Todes, Beta-Carotin. Los, hier. Na komm. Komm, lass dich besiegen. Knockout! Oh mein Gott, yeah! Wir haben ihn besiegt. Baby, die Karotte wollte ich jetzt fast sagen. Und jetzt seht ihr hier, ich hoffe, jetzt kriege ich auch die volle Punktzahl. Nein, Penner. Naja, immer dieser Vorführeffekt. Wahrscheinlich muss man dann die Superattacke öfter einsetzen. Ich weiß nicht, was Supermeter bedeutet. Jedenfalls seht ihr da unten, ja, Top Grade A+. Habe ich schon mal geschafft. Und ja. So, ich habe auch gar nicht so lange für den Boss gebraucht. Ich habe das hier vorher nochmal gemacht, natürlich auch nochmal gezeigt in meiner ersten Aufnahme. Und da bin ich inklusive Boss, bin ich auf 25 Minuten gekommen. Also er ist relativ einfach. Einfach als Beppy und viel einfacher als die doofe Pflanze. So, hier nämlich ist er drin. Den habe ich gemacht. Jimmy the Great in Permit Peril. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, ich habe ihn noch relativ gut drauf. Es ist 5 Minuten her, seit ich ihn besiegt habe. Dürfte gut sein. Na los, Mr. Jin der Lampe. So, ganz am Anfang, ich weiß gar nicht. Ich neige ja dazu, das jetzt zeigen zu wollen. Ganz am Anfang wirft er immer verschiedenen Kram. Da hat er zum einen die Schwerter. Ja, ich lasse mich jetzt absichtlich treffen. Ganz am Anfang hat er nämlich immer die Schwerter. Dann hat er noch... Ich glaube, dann wirft er noch so ein paar... Dann wirft er noch so ein bisschen Schmuck. Ich glaube, komm, ich lass mich jetzt noch einmal treffen. You really didn't stack up. Dann wirft er am Anfang immer noch so ganz viel Schmuck. Und dann kommen irgendwie noch so eine komischen Kätzchen. Also er hat 3 verschiedene Sachen, die am Anfang kommen. Genau, hier ist der Schmuck. Wie ihr seht, sind wir im Flugzeug. Und nein, ich habe mich jetzt nicht absichtlich treffen lassen. Egal, komm, triff mich. Oder warte, wir machen es so. Hier, 3. Zeig mir das letzte auch, bitte. Oder ich muss dich retreien. Ja, guck mal, jetzt kommt das Kätzchen. Das ist sehr schön. So. Und natürlich könnte man hier auch parieren, aber das sind natürlich diese pinken Kätzchen. Aber ich neige bei neuen Bossen immer dazu,
panisch hin und her zu fliehen und allen möglichen Kram auszuweichen, also wird es zu parieren bei dem ersten Durchlauf eher nicht kommen. Ich weiß, das hier ist nicht der erste Durchlauf, aber es wird trotzdem nicht dazu kommen. Weil der Boss noch relativ neu für mich ist. Und die ersten Bosse, die kann ich ja sagen, habe ich schon relativ häufig mal gespielt. Oh Gott, ich habe mich hier treffen lassen. Super. Puff-Effekt. Ich habe so viel Skill. Hui. Ich weiß gar nicht, ob das mehr Schaden macht, wenn man alle Gesichter besiegt. Also hier sind ja manchmal mehr. Hier sind ja manchmal zwei. Ich weiß gar nicht, ob das dann mehr Schaden macht. So. Das ist natürlich die Passage, die ich am meisten mag. Hier, friss mein Kram. Der spawnt jetzt allen möglichen Kram. Ich glaube, das ist auch immer der gleiche Kram. Der Kladderadatsch. Hier versuche ich ihn einfach immer zu treffen mit meiner Bombe. Wenn ich den treffe. Dann ist er auch relativ schnell down. Und ich weiß, man kriegt auch noch so eine Superbombe, wenn man hier jetzt auch die 5 Asse hat. Aber der Nachteil davon ist natürlich... Oder was heißt natürlich? Der Nachteil davon ist, dass man wird dann selbst zu einer Bombe, aber dann muss man auch den Gegner genau treffen. Und wenn man ihn nicht trifft und vorher in irgendeinem anderen Gegner landet, dann hat man ziemlich schnell verkackt. Und dann hat man umsonst seine 5 Asse verschwendet, die man... mach dich doch klein. Rede nicht so viel. Du musst den Boss sofort auf einmal erklären. Du wirst sowieso scheitern. Du hast nur 2, 3 Leben. Na, egal. Mach dich klein. So, und er hier schießt immer. Sein Hut schießt auch immer. Und er hat an der Seite immer dieses tolle Streufeuer. Da darf man auch nicht reinkommen und das übersehen. Oh Gott, das war knapp. Also ihr seht schon am Anfang, an den Seiten dieses Streufeuer. So, jetzt will ich noch ein bisschen meine Asse aufladen, wenn ich dann dazu komme. So, denn er hier, den konnte ich immer noch nicht. Auch nicht am Ende. Weil er hat so viel Kram, auf den man achten muss. Aber den besiegt man relativ schnell. Na komm. Komm. Knockout! Yeah! Das ging fix. Das ging wirklich sehr fix. Das ging ja fast ein bisschen zu schnell. Nein! Naja, egal. Bin ich ein bisschen besser? C+, kommt C+. B-, geil. Danke. Ich weiß nicht, haben wir jetzt hier vielleicht noch irgendein Jump-and-Gun-Level? Dann kann ich das hier noch mit reinpacken. Du bist ein Boss, das sehe ich jetzt schon. So. Hier muss doch irgendein Jump-and-Gun-Level sein, Shop. Okay. Da oben ist ein Jump-and-Gun-Level. Ist hier auch ein Jump-and-Gun-Level? Ah, für das da unten muss man erst einen Boss besiegen. Ich dachte mir eigentlich, guck mal, du bist so ein Mausoleum, ne? Mausoleum Nummer 2, das ist doch gut. Dann nehmen wir dich mit und versuchen dich noch in diesem Part. Finde ich doch schön. Wo wir jetzt hier gerade den Perry-Move erklärt haben, das ist doch perfekt. Mal gucken, ob du ein bisschen schwerer bist. Der erste, der war ja eine Lachnummer. Ich hoffe, es ist hier besser. Na komm. Das könnt ihr besser. Genau. Seh dich. Oh, das war knapp. Da seht ihr, das meine ich doch. Na kommt. Kommt, Viecher. So schnell. Nein! Oh. Na komm. Mehr. Was bist du denn? 2 von denen. Oh Gott. Ja, es wird auf jeden Fall schwerer. Ja, Victory! Wir haben es geschafft. Sehr schön. Gleich im ersten Durchlauf, finde ich gut. Ja, Frau Tasse, hallöchen. But didn't know yet trapped again. Okay, ja, wir kriegen jetzt die zweite Fähigkeit. Die können wir auch kurz ausprobieren. Aber ich glaube, die zweite war nicht so geil. Fand ich jedenfalls nicht. Die werden wir drüben ausprobieren. Das ist dann meine Ausrede. You unlocked a new super. Das finde ich nett, vielen Dank. Okay. Dann versuchen wir uns mal daran. Und ich würde sagen, dafür gehen wir rüber. In die erste Welt. Welcome. Ich bin hier nicht so willkommen, das glaube ich nicht. Das glaube ich euch nicht. Niemals werde ich euch das glauben. So, natürlich gehen wir nicht zu der Blume. Ich möchte gerne gegen die Blaubeere kämpfen.
Ach nee, das ist ein Run and Gun. Jetzt habe ich wirklich A gedrückt. Ja, denn, ja, nein. Mikrofon, was? Das sieht man in der Aufnahme nicht, ich habe gerade irgendwas aktiviert. Mann! So, danke. Ich drücke hier immer irgendeinen Kram gerade. So. Exit to Map. Und ich drücke mal den falschen Knopf. Das ist natürlich toll, wenn man gerade die ganze Zeit Mario Odyssey spielt. Dann sind die A- und B-Knöpfe ja vertauscht. Ihr müsst mir das ein bisschen nachsehen. Bitte! Mr. Blaubeere, es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Jetzt sehen wir auch noch mal ein bisschen unsere neue Fähigkeit. Die ist wirklich gut. Ich frage mich, was man hier parieren kann. Bestimmt den Boxhandschuh. Von dem... Ich wollte gerade sagen, du springst doch über uns rüber. Oh Gott. Na komm, Viecher. Na komm. Ich will 5 Asse aufladen, bitte. Ich will schließlich auch meine Fähigkeit zeigen. Komm. Na komm, das kannst du besser. Ich glaube, hier können wir ihn so lassen. Ah, verdammt. Mach deinen Schuh nochmal. Na los. Dein Schuh vor allen Dingen. Na los. Den kann man auch nicht abwehren. Okay. Was soll man denn hier parieren, bitte? Ja komm, hoffentlich kratzt du jetzt nicht ab, bevor ich mein... Ach nee, danach kommt das... Ah! Danach kommt noch das Grab, ne? Das Blaubeerengrab! Oh Gott. So, dann... Wollen wir mal. Na los. Gehen wir ein bisschen auf Abstand. Und was haben wir jetzt? Ah, okay. Jetzt sind wir kurz unverwundbar. Ich sehe schon. Kurz. Nur ganz kurz. Na, versuch mich doch zu treffen. Blödes Vieh. Ich glaube, das ist hier fast besser angelegt. Oder das? Ich weiß es doch auch nicht. Ah, verdammt. Knockout! Yeah! Sehr schön. Damit haben wir noch viel Neues in diesem Part gezeigt. Und die Erinnerung, wie ich abgeschmiert bin. Was? So ärgerlich. Mit der Phantomspeisung. Ich muss mir einen Zettel an meinem tollen Soundboard ranpinnen. Mach die Phantomspeisung an, du Idiot! See results! Naja, was will man machen? Jedenfalls, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt, Gligas krepiert an Bossgegnern. Wir sehen uns dann. Tschüss! Enter!